Die Impfung ist prinzipiell freiwillig, aber es wäre natürlich günstig und empfehlenswert, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo man Kontakt zu Patienten hat, die eben SARS-CoV-2 infiziert sind, dass man geimpft ist. Und es gibt ja auch die Empfehlung vom Sozialministerium, Gesundheitsministerium, nach gewissen Risikoeinteilungen die Impfung vorzunehmen und das Gesundheitspersonal in der Kategorie 1, wenn eben regelmäßiger Kontakt zu Covid-Patienten vorhanden ist. Also da gibt es diese Strategie vom Gesundheitsministerium, welche Personen wann geimpft werden. Und so wird bei uns im Klinikum auch vorgegangen werden, dass eben die Personen, die besonders exponiert sind, die besonders häufigen Kontakt zu Covid-Patienten haben, zuerst drankommen und geimpft werden. Und die Impfung war natürlich jedem, der im Gesundheitsdienst arbeitet, angeboten wird und sich auch impfen lassen kann. Für den quasi Normalbürger, der nicht im Gesundheitsdienst arbeitet, heißt das, dass diese Menschen oder dass diese Bürger etwas später drankommen werden. Es wird die Impfung regelmäßig jetzt weiter ausgeliefert. Wie schnell diese Auslieferungen tatsächlich durchgeführt werden und wann dann die Impfung für jeden Bürger vorhanden sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Sobald aber diese Impfungen da sind und die einzelnen Personengruppen anhand dieser Strategie durchgeimpft worden sind, werden auch Bürger wie du und ich geimpft werden können, wenn sie eben auch nicht im Gesundheitsdienst arbeiten. Die Bevölkerung wird eben geimpft nach dem Strategieplan des Gesundheitsministeriums. Gibt es eben unterschiedliche Einteilungen, wer wann geimpft wird. Zuerst das Gesundheitspersonal dran, Pflegeheimbewohner, Personen, die Grunderkrankungen haben, Personen, die besonders exponiert sind gegenüber Covid-19-Patienten. Und nach dieser Strategie wird eben vorgegangen. Und dann ganz am Ende stehen alle Menschen, die keine häufige Exposition haben zu Covid-19-Patienten, weil sie beruflich eben nicht exponiert sind. Und die würden dann eben in einem Zeitraum drankommen, wenn alle anderen durchgeimpft worden sind. Also impfen dürfen Ärztinnen und Ärzte. Da ist jeder Arzt berechtigt, die Impfung durchzuführen, jede Ärztin berechtigt, die Impfung durchzuführen. Und es wurde auch die Möglichkeit geschaffen, dass bestimmte Personen, die eine Ausbildung haben, auch als Hilfspersonal die Impfung unter Anleitung von Ärztinnen und Ärzten durchführen dürfen. Es braucht eine gewisse Logistik, weil der Impfstoff ja gekühlt werden muss. Da muss er nach einem gewissen Vorgang aufgetaut werden. Wenn er dann einmal aufgetaut ist, dann muss der innerhalb von einer gewissen Zeit verimpft werden. Deswegen braucht es schon eine Logistik, die aufgebaut werden muss, damit die Impfung innerhalb dieses Zeitraumes auch tatsächlich dann verimpft werden kann. Bei unserem Klinikum hier wird es so sein, dass Impfstraßen, sogenannte Impfstraßen eingerichtet werden, wo eben alle logistischen Voraussetzungen etabliert werden, damit eben alles korrekt abläuft und die Impfung gut durchgeführt werden kann. Also bei dem Impfstoff, der jetzt derzeit zugelassen ist, in der EU und bei uns auch in Österreich verfügbar ist, ist es so, dass wir zwei Impfdosen brauchen. Das heißt, man macht eine Impfung am Tag 1 und dann nach 21 Tagen die nächste Impfung, also im Zeitraum von ungefähr 3 Wochen, muss man die zweite Impfung durchmachen. Und beim anderen Impfstoff, der jetzt auch in der EU zugelassen worden ist, ist der Zeitraum zwischen der ersten Impfung und der zweiten Impfung 28 Tage. Aber diesen Impfstoff haben wir noch nicht da. Also man könnte sagen, eine Impfung am Tag 1 und dann 3 bis 4 Wochen der zweite Impfstoff. Nein, die sogenannten Hygienemaßnahmen und auch alle anderen Maßnahmen sind weiterhin einzuhalten. Das heißt Abstand, Handyhygiene, die Maske, weil der Impfschutz ja nicht 100% ist, sondern 95%, bei beiden Impfstoffen ungefähr 95%. Das heißt, wir haben keinen 100%igen Schutz und deswegen ist es notwendig, dass die Hygienemaßnahmen weiterhin eingehalten werden. Auch deswegen, weil ja noch nicht bekannt ist, ob man bei der Impfung nicht auch die Viren trotzdem weitergeben kann. Das ist ja noch Gegenstand von weiteren Untersuchungen. Was man weiß, ist, dass die Impfung die Krankheit verhindert, dass schwere Verläufe auch verhindert werden, wenn man doch infiziert werden würde. Aber ob die Weitergabe der Viren auch unterbunden wird, das ist noch nicht klar. Die Impfung wurde sehr
ausführlich untersucht, ob sie sicher ist oder nicht. Und da gibt es bestimmte Nebenwirkungen, die auftreten können, wie bei jeder Impfung. Und diese Nebenwirkungen werden eingeteilt in lokale Nebenwirkungen an der Injektionsstelle, also dort, wo die Impfung verabreicht wird, am Oberarmmuskel, und auch den systemischen Nebenwirkungen. Das sind Nebenwirkungen wie Fieber, Müdigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit. Und da hat man gesehen, dass die Impfung insgesamt eine gut verträgliche Impfung ist. Also sie ist besser verträglich als beispielsweise ein neuer Impfstoff, den man gegen den Zoster entwickelt hat, aber dass die Impfung doch mehr Nebenwirkungen hat als beispielsweise die Impfung gegen Influenza. Also liegt irgendwo dazwischen drinnen. Was man gesehen hat, ist, dass die lokale Nebenwirkungsrate, also die Rötung, Schwellung, Schmerzhaftigkeit am Oberarm beispielsweise etwas höher ist als bei der Influenza-Impfung beispielsweise, aber dass allgemeine Nebenwirkungen wie Fieber, Müdigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit ungefähr in diesem Rahmen liegen wie bei der Influenza-Impfung. Wenn man es in Zahlen gießen möchte, dann ist die lokale Nebenwirkungsrate bei ungefähr 60-70%, je nach Altersgruppe. Und auch abhängig davon, ob es die erste oder die zweite Impfung ist. Und die Nebenwirkungen, die systemisch sind, also Fieber, Müdigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, da liegt die Nebenwirkungsrate bei ungefähr bis knapp 10-15%. Ja, gute Frage. Wer darf sich nicht impfen lassen? Da gibt es derzeit eine Patientengruppe oder eine Menschengruppe, die sich nicht impfen lassen soll. Das sind die, die bekannte Allergien haben gegen Inhaltsstoffe, die im Impfstoff drinnen sind. Das ist Polyethylenglykol beispielsweise. Also wenn es da eine nachweisliche Allergie schon gibt, dann sollten sich solche Personen nicht impfen lassen. Und dann gibt es auch eine Gruppe von Personen, wenn ein allergischer Schock beispielsweise in der Vergangenheit aufgetreten ist durch unterschiedliche Allergene, dann könnten sich solche Menschen prinzipiell impfen lassen unter bestimmten besonderen Voraussetzungen. Da würde ich aber sagen, anhand der Nutzen-Risiko-Abwägung sollte man die Impfung nicht durchführen lassen, sondern warten, bis andere Impfstoffe zugelassen werden, wo diese Inhaltsstoffe nicht drinnen sind, die Allergien machen können. Und dann sollte man auf einen anderen Impfstoff warten und den dann verwenden. Bei Schwangeren ist es so, dass es keine ausreichenden Daten gibt. Da gibt es die sogenannte Nutzen-Risiko-Abwägung, ob man sich impfen lassen kann oder soll oder eben nicht. Es gibt einfach geringe Daten noch derzeit. Somit kann man nicht sagen, ob die Impfung bei Schwangeren völlig hundertprozentig sicher ist. Es ist nachgewiesen worden in Tierversuchen, dass eben keine negative Auswirkung auf das Ungeborene da ist. Aber auch hier gilt es dann mit dem Arzt zu sprechen, mit dem Arzt des Vertrauens, ob eine Impfung jetzt notwendig ist und eine positive Nutzen-Risiko-Abwägung da ist. Die sogenannten immunsupprimierten Patienten, das ist eine besondere Krankheits- oder Personengruppe mit besonderen Grunderkrankungen oder auch Therapien, wo man auch überlegen muss, ob eine Impfung nützlich ist oder nicht. Einerseits wird die Erkrankung verhindert, was für diese Personen sehr, sehr nützlich sein kann. Auf der anderen Seite weiß man bei manchen Personengruppen nicht, ob die Impfung dann auch tatsächlich eine schützende Antwort erzeugt, weil eine Immunsuppression da ist durch die Grunderkrankung oder durch die Therapie. Man hat einige immunsupprimierte Patienten bei den Studien mit dabei gehabt. Das waren Patienten mit HIV beispielsweise oder auch Patienten mit Hepatitis B oder auch C. Bei diesen Personengruppen war die Impfung gut, hat auch einen Antikörperschutz erzeugt. Bei manchen anderen Patientengruppen hat man einfach noch zu wenig Wissen darüber. Und da ist es auch wieder so, dass eben der Arzt des Vertrauens entscheiden muss, ob eine Impfung sinnvoll ist, notwendig ist, nützlich ist und ob man die durchführen lassen soll. Also eine generelle Empfehlung kann man da derzeit noch nicht abgeben, weil es wirklich auf die einzelnen Patienten und Grunderkrankungen und Therapien drauf ankommt. Nein, es ist nicht so. Also obwohl man Covid hatte, wird derzeit empfohlen, dass man die Impfung trotzdem durchführt. Es ist so, dass natürlich in der akuten Phase der Erkrankung der Covid-19-Infektion eine Impfung nicht nützlich ist und nicht sinnvoll ist, weil man da ja gerade krank ist und wenn man krank ist, soll man sich nicht impfen lassen. Wenn aber die Erkrankung durchgemacht worden ist, dann sollte man sich impfen lassen.
Und zwar deswegen, weil durch die natürlich durchgemachte Infektion zwar ein Antikörperschutz vorhanden sein kann, aber der nicht mit Sicherheit vorhanden ist oder nicht in diesem Ausmaß vorhanden ist, wie durch die Impfung erzeugt werden kann. Deswegen wird empfohlen, dass Personen, die Covid-19 hatten, sich auch impfen lassen. Jetzt ist die Frage, ob die gleich schnell drankommen sollen wie andere Personen, die Covid noch nicht hatten. Und da ist die Empfehlung, dass solche Personen, wenn eine Impfstoffknappheit da wäre, etwas zurückgestellt werden und sich dann erst später impfen lassen sollen. Aber prinzipiell wird eine Impfung auch für diese Personengruppen empfohlen. Es ist auf jeden Fall, und das hat man gesehen, nicht schädlich, wenn sich solche Personen impfen lassen. Aber es würde eben den zusätzlichen Schutz bieten, dass man neutralisierende Antikörper aufbaut durch die Impfung. Das ist ja das, was man haben will. Also wenn wir wirklich einmal in dieser glücklichen Lage sind, dass wir mehrere Impfstoffe da haben werden in Österreich und dann auswählen könnten, ich habe dann zum Beispiel 3 oder 4 Impfstoffe, dann sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, weil man dann ganz genau nach dem Nebenwirkungsprofil dann auch auswählen könnte. Ich nehme eher den einen oder den anderen und auch nach dem Wirksamkeitsprofil kann ich dann auswählen, ich nehme den einen oder den anderen Impfstoff. Derzeit geht das ja nicht, weil wir nur einen einzigen Impfstoff in Österreich zur Verfügung haben. Es sind zwar 2 jetzt in der EU zugelassen, aber der eine erst eben kürzlich vor wenigen Tagen, den gibt es physisch einfach noch nicht in Österreich. Somit haben wir derzeit keine Auswahlmöglichkeit. Wir haben nur einen einzigen Impfstoff, den wir derzeit haben und den sollten wir so schnell wie möglich verimpft bekommen. Ich hätte es schon gerne. Derzeit sind eben 2 Mutanten in den Medien und in den wissenschaftlichen Papieren, die Sorgen bereiten, weil eben eine Mutation da ist und da die Frage natürlich aufgetreten ist, kann man diese Viren mit den gleichen diagnostischen Maßnahmen detektieren? Ist die Impfung auch wirksam? Machen diese neuen Mutanten häufiger krank? Machen die schwerer krank oder eben nicht? Und bezogen auf die Impfung kann man sagen, dass nach den derzeitigen Erkenntnissen, die Impfung auch gegen diese neuen Mutanten wirksam ist. Das heißt, die Antikörperantwort, die durch die Impfung erzeugt wird, würde auch gegen diese beiden Mutanten, eine aus England und eine aus Südafrika, wirksam sein. Wir haben ja vorher über Otto-Normalverbraucher und Bürger gesprochen. Da ist es am besten, wenn sich diese Personen an den Arzt, die Ärztin des Vertrauens wenden. Hausarzt oder wen auch immer. Da gibt es natürlich auch die öffentlichen Stellen, an die man sich wenden kann. Das sind die Landesgesundheitsdienste oder natürlich auch das Sozialministerium. Also man kann auch auf die Homepage schauen vom Sozialministerium, wo Informationen in sehr, sehr guter Qualität verfügbar sind. Und bei uns im Klinikum, wir stehen natürlich auch gerne bereit, dass man uns fragt und Fragen, die eben da sind, dann beantwortet bekommt.